Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Wir haben uns in der letzten Folge hier an der Farm ein bisschen erfreut, haben aber auch feststellen müssen, dass die Pflanzen anscheinend nicht so viel wachsen. Wir haben hier zwei rausbekommen, kleine, genau, da hatten wir auch überlegt, ob wir da vielleicht Samen finden müssen. Würde natürlich viel Nahrung bringen. Oh, Nahrung bringen. Ich muss gerade gucken, wie kam ich denn hier nochmal raus? Ich komme nämlich gerade von Total Miner. Ich habe die Steuerung hier wieder ein bisschen vertauscht. Ne, nicht einfach um Fehler zu melden. Tab, ja, Tab. Hier gucken wir auch mal rein. Genau. Die Kartoffel, das bringt auf jeden Fall sehr viel. Und, ja. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach genau, das konnten wir nicht pflanzen. Habe ich aber trotzdem mal aufbewahrt. Und genau. So, gehen wir nochmal hier raus. So. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen wieder ein bisschen, würde ich sagen. Bauplänen sammeln. Ich habe jetzt auch gehört, dass das Spiel Ende diesen Monat, also Ende Januar, offiziell released werden soll. Also das wird dann den Early Access verlassen. Nach 3 Jahren, also 2015, 2014 so, kam das anscheinend in den Early Access. Das war ja die Information, die ich nicht mehr lesen konnte. Aber jetzt wisst ihr es. Es gibt jetzt auch offiziell Errungenschaften. Oh, genau, hier kannte ich nicht hin. Ich habe nämlich 2 Stück schon bekommen, dass ich das erste Mal tauchen war und dass ich auf der Insel war. Dann können wir ja mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar freigeschaltet. Das ist natürlich sehr wichtig, hier Baupläne zu finden. Passing 100 Meters. Oxygen Efficiency decreased. Oh, Sauerstoffeffizienz ist dann nicht so hoch. Ach, ich hab's. Mist. Ich hab's ganz vergessen. Ich wollte ja am Ende der letzten Aufnahmesession geguckt haben, wie wir Blei kriegen. Fällt mir gerade ein. Wo wir hiermit wieder unterwegs sind. Dann werde ich das bis nächste Folge machen. Versprochen. Vielleicht finden wir es aber auch in dieser Folge noch heraus. Denn das hier? Ach, das ist wieder ein Kreaturenei. Muss ich mir mitnehmen, das sieht einfach zu schön aus. Hier haben wir einen Bauplan. Auch mit einer mobilen, ja gut, mobile Fahrzeugstation, da können wir wieder ein bisschen. Wow, was ist das denn? Das sieht ja richtig schön aus. Das ist auch neu. Ja, tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Du bist einfach zu schön. Du musst in mein Aquarium. Boah, ist das schön. Ich will mich natürlich beeilen, um in mein Aquarium... Ach, um in mein Aquarium... Um zu meinem Aquarium zu kommen, dass er hier nicht stirbt in meinem Inventar. So, dahin müssen wir. Wir sind schon ganz schön weit raus. Und... das muss ich aber noch machen. Da müssen wir noch reingucken. Daten herunterladen. Hier haben wir... Was ist das denn? Was war das denn? Wegleiterfragment. Wieder ein bisschen Rohstoffe. So. Was das für ein Chip war, denn das wusste ich gerade gar nicht. Finden wir aber vielleicht auch noch heraus. Oder da gehe ich eigentlich von aus. So, auf nach Hause. Wäre schön, wenn im Aquarium immer noch so aussieht. Oxygen. Gewehr, 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 Gewehr. Oh, Mist. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Ui.
Das war ziemlich eng. Zum Glück waren wir nicht sehr weit unten. Das war wieder Kupfer. Brauchen wir natürlich sehr viel. Ich frag mich, warum der so geleuchtet hat, der Glubscher. Tun die anderen auch nicht. Hm. Da haben wir aber auch nicht groß irgendwie nach einem Spielfehler oder so aus. Sah ja eigentlich schön aus. Welcome aboard, Captain. So. Ach, der passt noch. Geht nicht. Oh. Wow, der sieht wirklich hier so aus. Leuchtet auf jeden Fall auch hier. Also wenn ihr wisst, warum der so leuchtet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe gerade keine Ahnung. Steht aber auch nichts Besonderes, ne? Glubscher. Essbarer Beutefisch, hoher Kaloriengehalt. Ja, haben wir auf jeden Fall einen etwas spezielleren Fisch gefunden. Schmierstoff brauchen wir nicht. So. Wobei, ich kann ja auch mal einen neuen Schrank bauen. Das kommt ja früher oder später sowieso. Quarz, da haben wir es wieder, Quarz. Quarz, wo bist du? Ich hatte ja irgendwo ein bisschen weiter weg noch eine Quelle. Hier sind ja immer ganz gerne die explosiven Fische drin. So, jetzt haben wir unser Quarz. Wir können also jetzt direkt bauen. Wir hatten ja alles. So. Den werde ich natürlich auch durch den hier oder direkt dran setzen. Ist aber ein bisschen asymmetrisch. Deswegen werde ich ihn da hinsetzen. So. Haben wir das. Oh. Und Mann, ich finde das irgendwie schön. Ich gehe dann wieder raus. Macht er das auch? Der macht's gar nicht, überhaupt nicht. Sieht aber auch nicht anders aus. Der braucht keinen, der das sonst macht. Oder das war wegen der Radioaktivität da hinten. Dass er irgendwie eine Genveränderung hat. Und dann Funken sprüht beim Schwimmen. Hallo. Immer so ein... Oh, was ist denn hier? So ein bisschen schräg will ich schwimmen. Quarz nehme ich natürlich mit. Wow, 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 wow. Ja, ist anscheinend auch ganz gut Quarz. Autsch, autsch, autsch. Wird zu heiß. Hier komme ich auch gar nicht hin. Wird direkt heiß. Ja, ne. Das ist noch nichts für mich. Aber das Quarz nehme ich mit. Und ich muss mir was einfallen lassen wegen den Batterien. So, Kupfer. Hier haben wir wieder ein Kreaturenei. Auch so eins, was ich schon gespeichert habe. Beziehungsweise ins Lager gelegt habe. Und stimmt, mir fällt ja auf. Ist ja eine neue Aufnahmesession und die Fortschritte sind gespeichert. Es lag also anscheinend doch an mir, dass ich da was vergessen habe. Hier ist anscheinend das Gebiet der mobilen Fahrzeugstation.
Wo kommen wir denn hier so lang? Oh, da unten ist noch eine Kiste. Mobile Fahrzeugstation. Und Seaglider. Nehme ich noch ein bisschen hier rüber, oder? Ich kann ja auch mal hier reinschwimmen. In der Hoffnung, dass wir hier nichts Böses finden. Wo sind wir? Achso. Ja. Allein, weil wir hier das hier schon haben, sind wir nicht aufgeschmissen. Wow, 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 wow. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Der will mich hypnotisieren. Dann gehe ich lieber hier an die Oberfläche. Ich konnte jetzt nicht lesen, was sie gesagt hat. Ah, da haben wir das Problem wieder. Oder sollen wir mal da reingehen? Einfach gucken, ob der, was der macht. Ich meine, es ist natürlich ziemlich die Komfortzone verlassen, wenn es hier eine gibt. Wow, macht hier ein ganzes Durcheinander. Natürlich echt ungemütlich hier unten. Aber hier gibt's viel Quarz, meins. Oh, hier sind wir wieder. Da ist wieder ein Kreaturenei. Aha, Blei gibt's also tiefer unten. Beziehungsweise in Höhlen. Was ist das? Ist das Diamant? Ah, ne. Oh, Silbererz. Dann bleib ich doch mal ein bisschen hier in der Höhle. Da haben wir wieder Blei. Oh, nicht da reinschwimmen. Blei hatten wir da wieder. Da ist auch was. Mich hier wieder. Hirnkoralle. Komm, gib mir Luft. Na, es leuchtet hier so schön. Frag mich, was das für Viecher sind. Oh, das reicht. Oh. Ah, so. Nein, nein, nein. Ich will dich nicht angucken. Nein, ich will dich nicht angucken. Ja, ein bisschen Kupfer. Ja gut, jetzt haben wir das an mit dem Blei haben wir geklärt. Können wir beim nächsten Mal also die, wir bauen wollten, bauen. Da oben ist noch eins. So, da ist auch noch ein bisschen was. Nein, nein, nein. Es wäre ja auch als Haustier ganz cool, aber jedes Mal, wenn ich dann ins Aquarium gucke. Oha. Ich habe ein bisschen mehr gesammelt, als ich wollte, dachte. Dann schwimmen wir mal wieder nach Hause. In einem kleinen Luftsprung. Da sind wieder die Freunde, die hier spielen wollen. Was ist wieder das? Oh. Ich glaube, das war doch was mit einer mobilen, von der mobilen Fahrzeugstation, was wir bauen wollten. Da muss ich gleich mal gucken.
feurig. Aber der, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen dunkler aussieht, oder? Hm. Die war voll. Ich drück immer wieder das Falsche. Immer wieder. Kupfer, Erz, Quarz, Blei brauchen wir. Wobei, noch nicht. Wir brauchen erstmal die mobile Fahrzeugstation. Jetzt habe ich das Richtige gedrückt. Genau, die mobile Fahrzeugstation liegt auf 5. So. Ach, deswegen brauchten wir Schmierstoff. Titanwaren, Energiezelle, Glas. Was, ich weiß gar nicht, hatten wir schon was davon gebaut? Ich lasse ihn mal gerade hier oben stehen. Welcome aboard, Captain. Titanwaren, nee. Titanwaren, oh, wir hatten schon was gebaut. Energiezelle hatten wir auch gebaut. Silikongummi, glaube ich, ist auch gewesen dafür. Schmierstoff. Blei. So, dann stellen wir jetzt, wenn es geht, die C-Motte her. Aber was, warum geht das nicht? Ah, Glas. Zum Glück haben wir Quarz gefunden. Hatte ich hier auch noch... Doch, hatte ich sogar fertig. So. Und... Ziehmotte. Oh, nicht abstürzen oder so. Genau, so sieht das jetzt... So sieht das jetzt aus. Es fällt hoffentlich... nicht da drauf. Ah, okay. So, das ist die Ziehmotte. Doch. Damit können wir ein bisschen tiefer schwimmen und ein bisschen schneller. Ja, wobei, was heißt schneller? Auf jeden Fall tiefer. Und wir haben natürlich auch Luft da drin. Quatsch. So. Also der ist fast tiefschwarz. Wollte ich mir jetzt mal gerade angucken. Leave me alone! So, das können wir uns ja jetzt mal hier ansehen. Du kommst auch mal da rein. Nö. Ich hab keine Ahnung. Ach, verdammt! Jetzt hab ich den falschen. Da ist er wieder. Ach ja, ist das schön. Stimmt, da war's. Jetzt ist es der Beweis. Er hat grün geleuchtet. Er ist radioaktiv verstrahlt. Wie jetzt auch? Wäre nicht schön. Ich könnte mir mal was zu trinken machen. Was denn? Achso, das ist ein Glubscher und der hat nur grün geleuchtet, so ein bisschen. Da schwimmt mein Trinken. Dreimal. So. Jetzt müssen wir gucken für die C-Motte. Wir haben da nämlich auch Energie für. Genau, wir haben da Energie, wir haben da Schaden und sogar eine Hitzeanzeige. Ich glaube, das heißt irgendwie... Wie schalte ich die überhaupt aus? Hm, ich lasse einfach mal so.
Das ist irgendwie eine Ladestation oder sowas. Gibt's aber erstmal Essen. Einmal. Zweimal. Desinfiziertes Wasser. Ach so. Dreimal. So, und dann noch die zwei Klubscher, die wir haben. Wobei, das brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir haben ja die schöne Farm. Aber ist ja mal egal. Oh, wir hatten sogar einen mehr noch. Stimmt, das war ja der von... Genau. War der von da. Was ist das denn? So. Laserschneider hatten wir ja schon in Aussicht. Und einen Kompass, den brauchen wir aber eigentlich nicht. So, da sind wir auf jeden Fall ordentlich gesättigt. Wir haben die Sea-Motte fertig. So. Und wir sind auch am Ende einer Folge. Ich werde in der nächsten Folge vielleicht mit der Sea-Motte ein bisschen die tieferen Gegenden erkundigen. Und, ja. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.